Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen. Heute wieder mit dem Mirko. Hallo Mirko. Ja, hi. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, jetzt nach dem Redcons und CCXPs und diesen ganzen Messen. Ja, wir stecken ja mittendrin im Messetrubel. In knapp 2 Wochen ist ja dann in Limburg die große Radcon. Da freuen sich alle schon drauf, ich besonders. Und da, dann geht's weiter. Willst du dann ein bisschen einen kleinen Rückblick noch über die Messen geben, wo ihr wart? Ich glaube, mit der CCXP habt ihr angefangen, oder? Die CCXP war ich dabei, in der Tat. Ja, die war aus unserer Sicht nicht ganz so prickelnd. Ja, das ist aber auch schon an vielen anderen Foren und anderen Stellen diskutiert worden. Dazu muss man, glaube ich, jetzt keine vielen Worte verlieren. Auf der Radcon in Berlin war ich nicht dabei. Zusammenfassung wäre schön, weil ich habe keine Ahnung, was du meinst. Es war sau heiß und es war sehr frustrierend, weil einfach nichts los war. Das muss man sagen. Also wir hatten ja einen sehr großen Stand und wir hatten ein großes Angebot mit Streaming und Angeboten und Shop und Escape Rooms und allem drum und dran. Und viele Leute haben dann auch am Ende gesagt, sie waren eigentlich nur deswegen auf der CCXP, weil wir noch einen Stand hatten. Und ansonsten hätten sie ihr Geld zurückverlangt. Und das ist zwar auf der einen Seite ist das zwar schön für uns, aber auf der anderen Seite macht es die Veranstaltung auch nicht besser. Ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Was sich da noch tut, ich weiß es nicht. Aber zufrieden waren wir nicht, das kann man, glaube ich, sagen. Naja, dann warten wir mal auf nächstes Jahr ab, ob ihr damit dabei seid. Oder ja, das Schönste, was wir noch gemacht haben, also das Beste, was wir eigentlich machen konnten, war, dass wir permanent gestreamt haben. So haben wir wenigstens die Zeit genutzt, um dann unsere Fans mit allerhand Input zu versorgen. Wir hatten ja auch den Gast da, den Andy Law da gehabt. Der hat uns alle sehr schön amüsiert und unterhalten. Es war, vor der Kamera war wirklich viel los. Das kann man ja auch immer noch auf YouTube, glaube ich, auch nachschauen. Da ist sehr, sehr vieles passiert. Also von daher war das noch gut gewesen. Ja. Ja, die Radcon in Berlin war ich nicht. Ja, das waren meine Kollegen gewesen. Die waren aber sehr begeistert. Also das war wohl sehr gut, was da passiert ist. Wir waren ja da zum ersten Mal in Verbindung mit der Brettspiel-Convention, heißt die, glaube ich. Brettspiel-Con, ja. Ja. Und wir waren ja dann mit unserer eigenen Halle ja quasi der größte Aussteller beziehungsweise Partner von der Veranstaltung. Und das war wohl richtig gut. Es kamen sehr, sehr viele Leute. Wir haben auch sehr, sehr viele Nicht-Rollenspieler wohl für das Hobby begeistern können. Es kamen auch sehr, sehr viele Brettspieler dahin, die eben schon per se so eine Affinität zum Rollenspiel haben oder zum Spielen allgemein haben. Und so insgesamt muss es wohl sehr gut gewesen sein. Ja, es hört ja auch nicht schlecht an. Ja. Gut, dann nächste in knapp 10 Tagen, dann die Radcon in Limburg. Die wird auf jeden Fall episch. Die wird epischst, wenn man das so sagen darf. Wieso das? Bitte? Wieso das? Weil die sich jedes Jahr gesteigert hat. Also jedes Jahr kamen mehr Leute, die Leute sind begeistert, viele machen mittlerweile ihren Urlaub in Limburg, machen vorher und nachher dann noch ein paar Urlaubstage da. Ja. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, weil doch sehr, sehr viele Fans da hinkommen und es eine wunderbare familiäre Atmosphäre ist. Bislang, die ersten 3 Radcons in Limburg waren immer sehr, sehr heiß, das muss man sagen. Wir hatten immer irgendwie den heißesten Tag im Jahr erwischt. Ich glaube, in diesem Jahr wird das nicht der Fall sein, weil der heißeste Tag im Jahr, der war, glaube ich, schon. Also kann es nur besser werden. Also es darf ruhig etwas abkühlen. Das muss nicht immer über 30 Grad sein. Aber davon abgesehen ist ja auch, man geht ja auch mal vor die Tür, man geht ja auch mal in die malerische Altstadt mit den vielen Fachwerkhäusern oder geht in die Fußgängerzone, um was einzukaufen oder ein Eis zu essen oder sowas. Also von daher ist das ganze Umfeld ja super geeignet, um da eben halt eine längere Zeit zu verbringen. Also deswegen denke ich, das wird großartig. Ja. Na dann. Ja. Bin ich mal gespannt, auch wenn ich leider nicht dabei sein kann. Was?
Ja, ich bin leider schon verplant an dem Wochenende. Ja, sowas. Na gut. Mhm. Das merke ich mir. Ja. Das Problem ist, es ist bis jetzt jedes Jahr genau an dem Wochenende, wo ich dann schon was vorhab. Irgendwie. Ja, gut. Das machen wir absichtlich. Ja. Wir gucken ja, erstmal vorher, wo hat denn der Dennis dann wieder irgendwas vor? Dann, da legen wir dann die Radcon hin. Ja. Mhm. Ich glaube, also ich würde dran glauben. Reine Schikane, glaub mir. Reine Schikane. Dann kurz, ich weiß nicht, Hexen letzte Mal, war das schon draußen? Also jetzt ist auf jeden Fall Hexen da, die Stufe. Ja, Hexen 2 ist jetzt auf jeden Fall auch im Handel. Also wir hatten das letzte Mal, glaube ich, gerade in die Bäcker versendet oder waren kurz davor. Irgendwie so, ja. Ja, stimmt, das war ja kurz vor der CCXP. Und auf der CCXP wurde es dann ja auch dann von den Mitarbeitern, die zurückgeblieben sind, im Lager dann auch versendet und verpackt. Und kam dann die nächste Woche dann auch an. Teilweise auch ein bisschen zeitversetzt, je nachdem, wie die Post das geliefert hat. Hm. Bis jetzt sind sie alle sehr zufrieden damit. Also wir haben jetzt keine großen Kritikpunkte gehört. Und ja, mal schauen. Jetzt bereiten wir ja schon das nächste Crowdfunding vor. Aber dazu gibt es ja dann auf der Radcon in dem Blog noch viele weitere Informationen. Hm. Was ich jetzt nicht gefunden habe, vielleicht habe ich es auch nur überblättert beim Durchschauen, gibt es eigentlich einen vorgefertigten Schnellstartcharakter für eine weiße Hexe? Habt ihr sowas? Nein, haben wir nicht. Wir haben ja einige Archetypen, mit denen man schnell spielen kann. Wir hatten 4 Archetypen aus dem Grundset und wir haben wir hatten 10 Archetypen aus dem Grundset, genau. Mhm. Und wir hatten jetzt nochmal 4 Archetypen aus der Hexenphase. Und das sind 14 Archetypen, also das reicht erstmal. Aber eine Hexe fehlt noch. Ja, das stimmt. Gut, hast du wahrscheinlich recht. Ich arbeite dran. Also, es wäre gut, bis zum bis zum weiter. 20. bräuchte ich den. Okay, das wird aber knapp. Das wird sehr knapp. Wieso? Ach, das schaffst du, das ist für dich dann nur 3 Tage, also das könntest du ja schon diesen Monat noch fertig haben. Ja, 3 Tage, ja, ist klar. Ja, da habe ich auch so viel Zeit für. Ja, gut, ich denke darüber nach. Ja, okay. Super, dann zum eigentlichen Thema, warum wir uns heute getroffen haben. Genau, das ist nicht Hexen. Sondern Dungeons and Dragons. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne am Anfang erstmal so allgemein, wie läuft die Produktion bei euch ab? Das ist ja ihr übersetzt ja im Endeffekt nur und also ihr kriegt irgendwas von denen, gesagt hier, das ist das Aktuelle und dann übersetzt ihr das und dann erzählt. Ja, also wir haben einen großen Vorrat. Also wir haben alles, was Wizards of the Coast selbst rausgebracht hat. Also da, wo keine anderen Firmen involviert sind und wo Wizards auch alle Rechte hat. Die bekommen wir in Form von Daten, also von den Grafikdaten. Beziehungsweise wir bekommen die nicht. Die bekommt in England angesiedelte Firma Gale Force 9 oder 9, weil die eigentlichen Lizenznehmer sind. Also Gale Force 9, ich weiß gar nicht, wie man sprechen soll, die sind die eigentlichen Lizenznehmer und die haben das Recht, Übersetzungen anzufertigen. Mhm. Und die wiederum beauftragen uns, weil die natürlich kein Deutsch sprechen. Mhm. Und wir leisten dann die Übersetzung. Wir müssen dann Übersetzer anheuern, Lektoren, Korrektoren. Wir layouten das auch und haben dafür das Recht, die Produkte dann innerhalb des deutschsprachigen Raums dann auch zu vertreiben. Mhm. Das ist im Grunde dieses Konstrukt. Das ist in Wirklichkeit doch sehr viel komplizierter. Aber alle Details kenne ich nicht. Aber so im Großen und Ganzen ist das so. Also wir sind tatsächlich nur mehr oder weniger das Übersetzungsbüro. Hm. Ja. Dürft ihr denn auch Erratas und so schon vorab einarbeiten oder ja, so? Ja, das ist ja noch so üblich, wenn das Original ein neues Errata bekommen hat. Das ist jetzt passiert vor einem halben Jahr. Da hat Wizards of the Coast Errata Nummer 10 herausgebracht.
glaube ich, so hieß es. Und die Dinge, die wir da gefunden haben, die haben wir bei uns eingebaut, bis auf die Dinge, die im Deutschen ohnehin schon klar waren. Es gab ein paar Stellen, wo wir Deutschen einfach schon von vornherein das anders ausgedrückt hatten. Und im englischen Original war es ein bisschen wischiwaschi beschrieben. Mhm. Und da mussten wir natürlich nichts ändern. Das heißt, wir nehmen natürlich nur logischerweise die Errata, die auch Sinn machen. Also inhaltliche Art. Jetzt zum Beispiel ein Monster für einen Angriff plus 4 hat, aber im Errata steht jetzt plus 5, dann ändern wir eben die 4 in die 5. Mhm. Das sind diese Errata, die wir machen können. Ja. Und ihr macht einfach, also rein zeitlich seid ihr ein bisschen hinterher. Ja, logisch. Ihr macht jetzt aber praktisch immer denn das Aktuelle, was kommt, und dann versucht der Alte noch mitzumachen. Irgendwie so habe ich das gehört. Ja, ja, wir versuchen das Aktuelle, sobald wir die Daten haben, geht es dann bei uns los. Wir versuchen die Daten immer schon vorher zu bekommen, bevor das Original rauskommt. Das hatten wir jetzt bei Geister von Salzmarsch so gehabt. Das Original kam auf dem englischen Markt, glaube ich, im Mai raus, 25. Mai, wenn ich mich nicht täusche. Und wir hatten die Daten ungefähr 2 Monate vorher gehabt. Das reicht natürlich nicht, innerhalb von diesen 2 Monaten alles zu übersetzen, zu lektorieren, zu layouten, Fahnenkorrektur zu machen. Mhm. Das dauert ein bisschen länger. Aber wir sind mit Geister von Salzmarsch jetzt zum Beispiel so weit durch, dass es bei Wizards zur Abnahme liegt. Also wir müssen, sobald wir das komplett fertig haben, müssen wir es zu Wizards schicken. Und also die gucken nochmal drüber. Und checken dann inhaltliche Sachen, ob was weiß ich, Players Handbook richtig geschrieben ist, ob es auch kursiv geschrieben ist. Die checken dann so ziemlich alles. Mhm. Und das dauert leider unterschiedlich lang, je nachdem, wie deren Approval-Abteilung gerade so ausgelastet ist. Momentan ist sie leider sehr stark ausgelastet, das heißt, wir haben eine große Schlange. Ich befürchte, dass wir noch ein paar Wochen warten müssen. Mhm. Und aber sobald das kommt, dann gibt es in der Regel noch ein paar kleine Fehler oder ein paar kleine Veränderungen, die noch vorzunehmen sind, und dann kann es eigentlich direkt in Druck gehen. Mhm. Und der Druck, der erfolgt Gott sei Dank innerhalb Europas, nämlich bei der Druckerei, bei der wir unsere Produkte, die meisten unserer Produkte auch drucken, mhm. Mit der wir auch einen guten Kontakt haben. Das heißt, der Druck ist dann relativ flott. Das dauert dann nur noch so 2 bis 4 Wochen, je nachdem. Ah ja. Aber ihr schickt das direkt zu Wizard oder erst zu Galeforce und die Schiffe? Ja, genau. Ah, okay. Es gibt erst eine erst wird das mit Galeforce abgesprochen. Also die untersuchen wirklich minutiös jeden Eintrag, den wir machen, mit dem Original. Haben wir auf der Seite 37 beispielsweise in einem Absatz zwei Paragraphen drin oder zwei Absätze drin. Im Original ist aber nur einer drin. Dann stimmt da schon was nicht. Ne, ist im Original irgendwo ein Wort kursiv geschrieben, bei uns aber nicht. Dann stimmt da schon was nicht. Ne, haben wir einen Doppelpunkt geschrieben, wo im Original ein Punkt steht. Dann stimmt da schon was nicht. Es werden wirklich alle Kleinigkeiten exakt gegengecheckt, sodass es dem Original am Ende so nah wie möglich kommt. Der einzige Unterschied, den wir vornehmen, ist Alphabetisierung. Die läuft logischerweise anders. Das heißt, die Reihenfolge von Monstern zum Beispiel, dem Anhang, die wird natürlich dann umgebaut. Aber in einem typischen Abenteuer, wo natürlich die Räume nach Nummerierung hintereinander sortiert sind, die sind dann auch in der Regel bei uns ungefähr an derselben Stelle wie im Original. Das heißt, man kann tatsächlich Original und deutsche Ausgabe nebeneinander legen und kann die gemeinsam durchblättern und hat in den allermeisten Fällen exakt den gleichen Aufbau. Ja. Ja, und wenn diese Phase vorbei ist, diese Phase ist sehr flott, weil Galeforce 9, die wissen ja, dass wir auch ihr bester Kunde sind, weil D&D in Deutschland ja auch sehr gut läuft. Mhm. Das dauert vielleicht eine Woche oder 10 Tage, bis dann alle Kleinigkeiten dann bereinigt sind. Und dann schicken die das weiter an Wizards of the Coast. Wir selbst haben mit Wizards of the Coast keinen Kontakt. Das geht alles über diese Schnittstelle. Okay.
Und das heißt also, wenn die dann einen Doppelpunkt haben, müsst ihr den auch machen, auch wenn er in dem Fall vielleicht blöd wäre oder falsch wäre? Ja, das ist bei den typischen Aufzählungen. Also es gibt ja bei D&D so eine typische, typisches Textlayout, wo am Anfang eine kleine Mini-Überschrift steht in Bold und Kursiv, also halb fett und kursiv. Und die endet immer mit einem Punkt. Deutsche Übersetzer sind aber in der Regel gewohnt, dass man da einen Doppelpunkt hin macht. Das heißt, wir haben da oft Doppelpunkte, weil der Übersetzer das einfach so aus seiner Erfahrung und weil es so in ihm drinne ist, eben macht. Mhm. Und an dieser Stelle kommt natürlich dann ein Punkt hin. Also innerhalb der Texte ändern die natürlich nichts. Ne? Also die bauen jetzt keine Texte um oder sagen, hier habt ihr einen Kommafehler gemacht, das wissen die natürlich nicht. Ne, da müssen wir schon uns drum kümmern. Aber alles, was mit Optik zu tun hat und Layout und Aufbau, das muss schon sehr identisch sein. Und wenn Wizard das freigegeben hat, Druck, gibt ihr denn den Druck im Auftrag oder läuft das auch über Galeforce? Läuft alles über Galeforce. Wir haben ja wenig Rechte. Aber wir bekommen immerhin Produkte, wenn es Bücher sind, dann direkt von der Druckerei geliefert. Das spart nochmal 2-3 Tage. Und nach dem Brexit wahrscheinlich sehr viel mehr. Können wir noch nicht sagen. Ja. Aber die Firma sitzt nun mal in Nottingham. Ja. Und mal gucken, wie es da weitergeht. Ob es da irgendwelche Probleme dann geben wird, das wissen wir alles noch nicht. Ja, schauen wir mal. Ah, okay, gut. Möchtest du zur Produktion noch irgendwas sagen? Irgendwas Wichtiges? Eine witzige Anekdote? Produktion. Also die Produktion ist dann doch meistens so Handwerkskunst. Also da passiert nichts Witziges, da passiert nichts Stressiges. Sachen. Oder auch manchmal unschöne Sachen. Zum Glück ist bei D&D noch nichts wirklich Schwerwiegendes passiert. Also das läuft eigentlich ganz gut. Das ist auch eingespielt. Gerade bei den Büchern ist es ziemlich eingespielt. Ein paar Sachen, die länger dauern, sind zum Beispiel die Spielleiterschirme. Da gibt es eine neue Firma innerhalb Europas. Das wurde auch vorher in China, glaube ich, gedruckt. Das ist jetzt aber auch innerhalb Europas. Und der Spielleiterschirm, der aktuelle, sollte eigentlich diese Woche geliefert werden. Und wir haben eine sehr fremdsprachige E-Mail bekommen. Das war wohl tschechisch. In der dann erklärt wurde, dass die Stanzmaschine wohl abgeraucht ist und zerstört wurde. Und sie wohl eine neue Stanzmaschine kaufen müssen und uns leider diese Produkte, diesen aktuellen Spielleiterschirm erst Mitte August liefern können. So genau wissen wir das Datum auch noch nicht. Also das ist jetzt etwas, was mir noch nicht passiert ist, dass da irgendwo eine Maschine abraucht. Ja, ja, passiert natürlich, muss man mit leben. Aber ich glaube, so 2 Wochen, damit kommen wir auch noch gut klar. Und ihr priorisiert immer erst die aktuellen und dann holt ihr dann von hinten nach oder wollt ihr alles machen oder wollt ihr irgendwas nicht machen? Oder? Also wenn jetzt eine aktuelle kommt, also wir warten eigentlich täglich auf Baldur's Gate, Descent to Avernus. Das sollte jetzt eigentlich im Juli schon kommen, ist leider noch nicht eingetroffen, aber es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Und die Übersetzer warten im Grunde schon, die stehen schon im Leerlauf und wenn sobald das kommt, wird als allererstes ein Glossar erstellt. Da Baldur's Gate ein Bestandteil der Vergessenen Reiche ist, gebe ich das extern an einen Kollegen, der sich mittlerweile sehr gut eingearbeitet hat und genau weiß, wie die Lokationen in den Vergessenen Reiche genannt worden sind. Dann macht der ein Glossar, das dauert in der Regel 3-4 Tage, wobei er ja auch nur so die allerwichtigsten Begriffe dann rausficht. Und dann wird das an verschiedene Übersetzer gegeben, weil wir einfach Zeit sparen müssen. Weil so ein aktuelles Produkt, das soll ja auch schnell rauskommen, möglichst 4-5 Monate nach der Originalveröffentlichung. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir von uns aus schon so schnell wie möglich dann auch durch sind. Gleichzeitig aber auch genug Zeit investieren, dass natürlich auch die Qualität stimmt.
Also die Texte werden an verschiedene Übersetzer herausgegeben. Die haben alle ein spezielles Glossar, wo die wichtigsten Begriffe drin sind, damit die nicht verschieden übersetzt werden. Das ist leider ein Problem, was wir ab und zu mal haben, auch bei anderen Produktlinien. Ja, dann geht's los. Die ganze Produktion. Mhm. Ich weiß leider noch nicht, wie Baldur's Gate aussehen wird. Bei dem letzten Produkt, Geister von Salzmarsch, wussten wir ja, dass das lauter Einzelabenteuer sind. Da konnte ich so ziemlich alle meine Übersetzer ins Boot holen und sagen, hier, du machst das Einzelabenteuer, du machst das Abenteuer. Die haben sich ja auch in der Regel gar nicht überschnitten, die sind ja alle voneinander losgelöst. Da bietet sich das an. Aber wenn das jetzt eine größere Kampagne ist mit einem durchgängigen roten Faden, dann kann ich diese Kapitel nicht an verschiedene Übersetzer geben. Das muss dann einer machen. Und oder möglichst einer. Ja. Oder es müssen welche machen, die sich gut verstehen und wo man weiß, die arbeiten zuverlässig und die tauschen sich auch aus. Und das ist immer so ein bisschen, man muss abschätzen, wie man das Ganze gibt. Und sowas wie Anhang kann man dann einem anderen Übersetzer geben. Wenn es jetzt irgendwelche Sonderregeln gibt für spezielle Dinge, kann man das wiederum einen anderen Übersetzer geben. Aber man muss gucken, dass man so Blöcke bildet, inhaltlich zusammenhängende Blöcke, die man dann jeweils nur einem Übersetzer gibt. Hm. Also das heißt, im Allgemeinen ist es so zwischen ein und maximal drei Übersetzer pro Buch. Ja, nee, nicht unbedingt. Also bei Geister von Salzmarsch haben, glaube ich, 12 dran gearbeitet. Ich meine ja Buch, also Abenteuer. Ja, pro Buch. Da haben 12 Übersetzer dran gearbeitet. Das ging aber, weil es war allein schon 8 verschiedene Abenteuer. Das heißt, ich konnte pro Abenteuer einen Übersetzer schon anheuern. Und der Rest war der Anhang. Und der Anhang wurde von einem Übersetzer-Team, einem dreiköpfigen Team, dann in Angriff genommen. Da kamen wir auf 11 Leute. Ah ja. Und ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch irgendwie diese extra Karten rausgebracht aus diesem Stoff oder Leder oder. Ja, das ist das Vinyl, das ist ein Kunststoff. Abwaschbar, hohe Qualität. Ich bin auch sehr begeistert davon, muss ich sagen, weil diese Karten kann man halt wunderbar auf den Spieltisch legen. Und da passiert auch nichts. Also da kann man auch mal ein Glas Cola draufstellen. Da kann auch mal ein bisschen Chips drauf bröseln. Also die sind so robust, da passiert halt gar nichts und ist halt eine wunderschöne Unterlage. Und da gibt es 3 für Waterdeep und eine für die Halbinsel von Chult. Aber es sollen weitere rauskommen. Also wir sind momentan daran, die Schwertkoste zu produzieren. Beziehungsweise Ferun, das ist wohl schon mehr als die Schwertküste, das ist ein Großteil des, ich glaube, Nordwestens von Ferun. Sie haben es halt Ferun-Map genannt. Ja. Ich weiß, da ist noch mehr drumherum, aber das bringen sie vielleicht später raus. Vielleicht noch gar nicht, wer weiß. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Karte, weil da wirklich alles eingezeichnet ist und das kann man natürlich für fast jede Kampagne in den Vergessenen Reichen verwenden. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, muss man abwarten. Gelfos 9 hat das Original für Mitte Juli, Juno angekündigt, aber ist bei denen auch noch nicht im Shop zu haben. Das heißt, es hat sich wohl irgendwo die Produktion verschoben. Und dann hängt natürlich auch unsere Ausgabe so ein bisschen hinten dran. Aber die, wenn Gelfos 9 da was in deren Shop, die machen dann praktisch nur so Rest der Welt. USA läuft dann immer extra oder vertreiben die das überall? Nein, Gelfos 9 macht tatsächlich nur Rest der Welt. Beziehungsweise die Übersetzer, also wie wir zum Beispiel, vertreiben es ja selbst in unseren jeweiligen Heimatländern. Also die Franzosen vertreiben es innerhalb von Frankreich, wir vertreiben es innerhalb von Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und so läuft das. Und die internationale Ausgabe, die englische Ausgabe, die wird ja von Wizards of the Coast selbst vertrieben. Das sind auch komplett andere Größen. Also das sind wir wirklich nur Prozentteil. Also es ist ganz wenig. Wenn man guckt, wie viel die dann
mittlerweile pro Jahr pro Buch rausbringen. Hm. Gibt es da offizielle Zahlen irgendwie? Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, es ist unglaublich viel höher. Es ist unglaublich viel höher. Ja. Gut, kann man sich auch vorstellen. Das ist nun mal das bekannteste Spielsystem der Welt. Ja. Und allein in USA ist es das Spielsystem. Nach D&D kommt dann erstmal D&D und dann kommt D&D, dann kommt vielleicht Pathfinder und dann kommt wieder D&D. Also es ist wirklich das Spielsystem, was wirklich jeder spielt. Und außerhalb dann natürlich auch. Hm. Okay. Jetzt, wo du sagst, kommen wir mal auf das System. Mhm. Warum ist es das bestbekannteste, bestverkaufteste, beste Spiel? Fragezeichen. Das beste Spiel? Fragezeichen. Ja, das kann ich natürlich als Hexenautor nicht bejahen. Nein, es ist schon gut. Also die 5. Edition finde ich persönlich sehr, sehr gut. Es ist einfach das älteste Spiel, D&D. Es kam zuerst raus, es hat eine große Geschichte, jeder kennt es. Und zumindest die 5. Auflage, die ist auch wieder sehr durchdacht. Das kann man vielleicht von der 4. nicht behaupten, da gibt es verschiedene Meinungen, da mische ich mich auch gar nicht ein, weil ich habe die 4. nie gespielt. Ich habe die 3. gespielt und die 3.5 habe ich gespielt. Und die 5. geht wieder stark weg, ist wieder regelleichter insgesamt, hat nicht diese grundsätzliche Voraussetzung, dass man mit Miniaturen spielen muss. Man kann es auch wunderbar ohne Miniatur spielen. Und es macht aber an sich trotzdem alles aus, was eben D&D ausmacht. Und das ist vor allem eine riesige Fantasy-Welt. Beziehungsweise gibt es ja nicht die eine große Welt, wie jetzt Aventurien bei das Schwarze Auge, sondern es gibt eigentlich nur Baukästen, damit sich der Spieler seine eigene Welt bauen kann. Auch vielen Spielern sehr sympathisch. Und es gibt verschiedene vorgefertigte Welten, zum Beispiel die Vergessenen Reichen, die sind wohl die bekanntesten, auch gerade innerhalb Deutschlands. Und es gibt dann noch viele andere, Eberron, Mystara, Dark Sun, Greyhawk. Ach, es gibt da einige. Da gab es auch diese große Buchreihe Wastelings und wie die da alle hießen. Mit den toten Göttern. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Time of Trouble meinst du wahrscheinlich. Nee. Auch nicht. Ich guck mal nebenbei. Ja, guck mal nach. meine Frage ist immer, ich habe es jetzt nur einmal kurz gespielt mit diesen vereinfachten Schnellstartregeln, aber die 5. Version. Ist es immer noch eigentlich eher so, dass es hauptsächlich ein Kampf, ein Dungeon Crawler ist, oder ist es auch richtig für Social Interactive Dings, also für Begegnungen? Also ich denke, das Rollenspiel, sage ich mal. Ja. Also es ist ja als Dungeon Crawler, es ist als der Dungeon Crawler ja auch entwickelt worden und es nimmt auch immer noch einen breiten Raum aus. Ist aber irgendwo auch das Reizvollste, weil irgendwie Dungeon, Monster töten, Schätze erbeuten, Fähigkeiten steigern, Erfahrungspunkte bekommen etc. Das ist etwas, was irgendwie ja auch so ein bisschen auf den Jäger und Sammler auf uns anspricht. Und was wir ja auch durch sehr viele Computerrollenspiele kennen, beziehungsweise bauen die Computerrollenspiele ja eben auf D&D auf, nicht andersrum. Ja. Es gibt aber auch sehr, sehr viele soziale Sachen. Es ist einfach ein simulationistisches Spiel. Das heißt, alles wird relativ detailliert erklärt. Vielleicht nicht ganz so wie bei das Schwarze Auge, das ist vielleicht noch ein Ticken genauer. Aber man kann auch sehr, sehr viele Charaktere spielen, die eher sozial angehaucht sind. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Gruppe so tickt und was gespielt wird. Ne? Gerade bei den neuen Abenteuern ist es so, dass sie eine sehr gute Mischung haben. Die Abenteuer von D&D, die sind alle sehr gelungen, muss man sagen.
sind oft eher in Richtung Sandbox aufgebaut. Das heißt, der Spieler hat einen breiten Raum zu erkunden und sich zu entwickeln und zu schauen, wo geht's weiter. Das betrifft jetzt natürlich nicht unbedingt die Dungeon Crawl, ne, Abenteuer, weil das ist halt ein Dungeon, da gehst du rein und viel Auswahlmöglichkeiten hast du am Ende nicht, gehst entweder links oder rechts. Ja. Aber selbst bei den Dungeon Crawl-Abenteuer, wie zum Beispiel das Verlies des wahnsinnigen Magiers, haben sie doch versucht, ein bisschen mehr Story und Hintergrund und Inhalt reinzubringen. Es ist halt oft so, dass man in eine neue Verliesebene kommt und man kriegt halt schnell mit, dass es da zwei, drei verschiedene verfeindete Gruppen gibt und man hat dann die Möglichkeit, einfach reinzustürmen und einfach alle umzubringen. Das ist so das Standardmöglichkeit, die alte. Man kann aber auch sich verbünden mit einer Seite oder die andere ausspielen oder man kann Intrigen spinnen. Da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten drinne und man kann auch quasi dadurch den Aufbau dieses Dungeons, der ja immerhin 23 Ebenen hat, 23 Ebenen, man kann den auch ein bisschen verändern, indem man sagt, dass diese Ebene zum Beispiel jetzt, was ich, von den Dunkelelfen überrannt wird oder diese Ebene, das sind jetzt die Gedankenschinder am Werk und wie auch immer. Also man hat da schon ein bisschen mehr Einfluss als eben bei den ganz oldschooligen alten Dungeons, wo man einfach nur reingerannt ist und musste halt den Fallen ausweichen, hat das nächste Monster verprügelt und ist dann einfach stupide durchgerannt. Also das ist sehr schön. Dann gibt es auch sehr schöne Stadtabenteuer, wie jetzt zum Beispiel Drachenraub, das ja in Waterdeep spielt. Und das ist, da gibt es zwar auch Dungeons, aber die sind eher nur so optional für am Rand. Da geht es wohl wirklich darum, dass man sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat, das Abenteuer zu spielen. Also man kann sowohl den Oberschurken auswürfeln, es gibt vier verschiedene Oberschurken, und man kann die Jahreszeit auswürfeln, in dem das Ganze spielt. Und je nachdem, welchen Schurken, welche Jahreszeit man hat, sieht das Abenteuer ganz anders aus. Haben sie auch schön gemacht. Also ist das Ganze eher sehr, also das Ganze ist sehr sandboxig, sag ich mal. Insgesamt ist es mehr ein Sandboxing, ja. Aber das ist auch irgendwo so ein bisschen das, was die Leute auch wollen. Gerade bei so einem Spiel, wo es eben darum geht, zu sammeln, Gegenstände zu sammeln, Erfahrungspunkte zu sammeln, aufzusteigen. Verbessern bis zu Stufe 20 und darüber hinaus. Da ist sowas auch angebracht. No. Ich habe übrigens nachgeschaut, Drachenlanze. Drachenlanze, ja, das ist ein ganz alter Ding. Die habe ich nie gelesen, ehrlich gesagt. Ah, okay. Da ich habe es auch gehört. Die gibt es auch. Ja, die ist sehr, sehr kultig und sehr bekannt. Und ich meine, wenn ich mich nicht irre, dass hier sogar die Welt der Drachenlanze an die Romane angepasst wurde und nicht andersrum. Also es waren wohl erst die Romane, die rauskommen und darauf wurde dann die Welt aufgebaut. Meistens ist es ja andersrum, dass man eine Welt hat und baut dann aufgrund dieser Welt die Romane. Aber ich muss gestehen, so tief bin ich dann doch nicht drin in der D&D-Vorgeschichte, dass ich das jetzt wirklich sagen könnte. Cool. Ich glaube sogar, das ist ursprünglich mal eine Rollenspielgruppe gewesen, was die dann halt als Buch sozusagen danach erzählt hat, umgeschrieben. Ja. Ich glaube, sowas in der Art war das. Ja. Also, ich habe jetzt auch nur die Chroniken gehört, also praktisch die ursprüngliche kann ich sehr empfehlen. Also vielleicht gibt es auch was davor, aber ich, soweit ich weiß, war das die erste. Es gibt sehr, sehr viele Bücher für D&D. Ja, also ich meine jetzt direkt der Drachenlanze, da gab es ja dann noch die Legende und keine Ahnung, der hat ewig viel geschrieben davon dort. Ja. Du hast jetzt schon erwähnt, normalerweise, so klassisch kenne ich D&D, spielt man immer mit Miniaturen. Aber die fünfte jetzt nicht mehr so, oder ist es nur noch optional, oder?
Das ist in der Tat optional. Man hat das auch nicht immer mit Miniaturen gespielt. Also gerade das allererste, die allererste Fassung, da war das auch einfach gar nicht so genau geregelt gewesen, ob man jetzt mit Miniaturen spielt. Es war einfach ein einfaches Regelwerk. Wie man das spielt, wurde gar nicht so genau beschrieben. Ich habe da jüngst und zwar eines von den neuen Ulysses Drachenbüchern. Da ist ein wunderbarer Beitrag drin über die D&D-Anfänge. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, welches das war, also eines von den aktuellen. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Das hat mich wirklich sehr interessiert. Da waren auch viele Informationen drin, die ich auch nicht wusste. Wie zum Beispiel das ursprünglich entstanden ist, dass man ja bei TSR, das ist ja die ursprüngliche Firma, zum Beispiel keine Abenteuer rausgebracht hat, sondern man hat eigentlich nur Regeln verkauft. Man hat auch gar nicht gesagt, wie man das zu spielen hat, weil es war als Rollenspiel gar nicht konzipiert, sondern es war in der Tat eher so als Brettspiel, als Tabletop konzipiert, weil es ursprünglich ja auch aus dem Tabletop-Bereich kommt. Also hast du wahrscheinlich recht, dass dann in der Tat man Figuren halt hätte brauchen müssen. Und D&D war vorher ein Tabletop. D&D ist aus einem Tabletop erwachsen, aus einem Konfliktsimulationsspiel. Das ist, die ganzen alten Regeln basieren auf Regeln, die man wohl aus einem Tabletop gewonnen hat. Aber nagel mich da nicht fest. Also so hundertprozentig genau weiß ich es auch nicht, wie das hieß zum Beispiel. Aber man hat einfach aus einem Tabletop, da ging es glaube ich sogar um Schiffe, wenn mich alles täuscht. Da hat man einfach das System auf das Kleine runtergebrochen, also auf einzelne Personen, und hat dazu Regeln rausgebracht. Und dass es dann ein Rollenspiel wurde, wie wir es heute kennen, das ist nicht dank dieser Firma oder den Autoren, sondern das hat die Community sich quasi selbst so erarbeitet. Das wird alles in diesem einen Beitrag beschrieben. Verdammt, ich erinnere mich nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ach ja. Es war jedenfalls sehr interessant. Ja. Okay, das denke ich mir. Es hört sich sehr interessant an. Muss man mal lesen. Also ich wollte jetzt sagen, die Chronik, Drachen-Dings da. Drachen. Genau. Wie heißt denn das jetzt, euer Buch? Eure Bücher? Wie heißen die jetzt nochmal, die Drachen? Meinst du Drachenraub? Nein, die Bücher über Spieltheorie und so. Ja. Wie heißen die? Drachen irgendwas. Ja, Drachen irgendwas. Ich hau mal schnell im F-Shop. Ich sitze aber auch gerade auf dem Schlauch, muss ich leider sagen. Du hast es vor allem, das ist Handbuch des Drachen. Drachen natürlich. Genau. Mensch, ich habe es doch selbst noch Korrektur gelesen. Genau, Handbücher des Drachen. Und da gibt es einen Beitrag mit Essays. Und da gibt es wirklich wunderbare Beiträge von sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten, die sich auch sehr gut auskennen. Teilweise besser als ich, was nicht sehr schwer ist. Ich bin eher so ein Fachidiot. Rollenspiel Essays 2. Ja, das ist es. Rollenspiel Essays 2. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Rollenspiel Essays 2. Im F-Shop. Ab sofort. Ja, stimmt. Die sind noch gar nicht so lange draußen, ne? Nee, die sind erst seit einigen Wochen, glaube ich, draußen, ja. Aber wirklich gut geworden. Ja. Gut. Wie sieht es denn eigentlich mit Zusatzprodukten aus? Es gibt ja zum Beispiel die Miniaturen. Vertreibt ihr die auch? Oder? Die haben wir auch, ja. Die haben wir auch bei uns im Angebot. Ich glaube, auch im F-Shop, wenn mich nicht alles täuscht. Muss ich selbst mal nachgucken. Aber wir sind nun mal in erster Linie eine Firma für Rollenspielbücher und Brettspiele und eventuell auch Kartensets etc. Also das ganze Drumherum. Miniaturen. Die haben einfach nicht, also die Miniaturen für D&D haben die Stellung wie jetzt Miniaturen für einen Tabletop. Da kauft man sich mal ein paar Miniaturen, hat ein bisschen was und freut sich darüber. Gibt es alles bei uns.
aber sie haben nicht so die große Bedeutung wie eben die Bücher und die vielen anderen Produkte, die wir da haben. Zum Beispiel auch die Spielkartensets, die sind auch sehr begehrt. Spielkartensets, die Spielleiterschirme, da arbeite ich auch momentan wieder dran, an drei gleichzeitig. Kommen auch einige neue raus. Was machen die immer anders? Die haben zum einen natürlich vorne immer eine andere Grafik drauf, die natürlich dann auch zum jeweiligen Setting gehört. Und auf der Rückseite hat der Spielleiter dann immer einige sehr angepasste Sachen drauf, zum Beispiel Zufallsbegegnungen. Also zum Beispiel für das Abenteuer Grabmal der Vernichtung. Das ist ja in großen Teilen ein reines Sandbox-Spiel. Das heißt, du kannst dieses Land ja frei erkunden. Und es kommt eigentlich immer wieder zu Zufallsbegegnungen. Das nimmt dann auch einen sehr breiten Raum auf dem Spielleiterschirm ein. Aber auch besondere Regeln, die man jetzt zum Beispiel nur in dem tropischen Umfeld braucht. Also zum Beispiel, wie viel Wasser verbrauche ich pro Tag? Oder wann kommt es zu einer Zufallsbegegnung? Oder was mache ich bei einem Tropensturm? Solche Dinge sind dann eben noch mit drauf. Und dann hat der Spielleiter, der die Grundregeln wahrscheinlich sowieso inwendig kennt, hat dann nochmal viele Dinge, wo er eben nicht nachschlagen muss. Das lohnt sich schon. Aber auch, das muss man sagen, wir haben wirklich ganz tolle Grafiken vorne drauf. Und allein das ist schon auch gerade für die Spieler schon was Besonderes. Ne, wir fangen jetzt eine neue Kampagne an und das Erste, was der Spielleiter macht, ist einen neuen Spielleiterschirm aufbauen. Das hat schon was. Spielleiterschirme für Hexen, machst du da auch neue? Auch wenn es jetzt gerade nichts hat, aber... Aktuell nicht. Wir haben ja bei Hexen, wie auch bei anderen Produkten, den Universalspielleiterschirm. Mit dem Vorteil, dass man den einmal kauft und wir bringen dann zu allen unseren Produkten oder auch meistens in den neuen Crowdfundings immer neue Einleger raus. Einmal für vorne und einmal für hinten. Das sind drei Einleger vorne, drei Einleger hinten. Ja. Hat im Grunde denselben Zweck, nur dass sich der Käufer eben nicht immer was Neues kaufen muss, sondern einmal diesen Spielleiterschirm hat, der auch sehr robust ist und sehr haltbar. Und dann, wenn er bei den Crowdfundings mitmacht, dann auch meistens dann diese Einleger umsonst bekommt. Ist auch eine schöne Sache. Ja. Okay. Aber so richtig begeistert hörst du dich da jetzt nicht so an. So, es ist auch eine schöne Sache. Es ist auch eine schöne Sache. Ja, die Spielleiterschirme von D&D, die machen schon was her, muss man sagen. Die sind auch, ja, es ist einfach Geschmackssache. Geschmackssache. Na, was würde denn dich dazu bringen, zu sagen, na ja, vielleicht machen wir doch für jede Kampagne für Hexen einen eigenen Schirm. Ja, für jede Kampagne. Ja, für jede Phase wäre das interessant. Also wir haben ja zwei Phasen gehabt. Erstmal die Grundphase, wo das Spiel überhaupt erstmal rauskam. Ja. Und jetzt die Phase 2, die hatte das Thema Hexen, Hexenjagd. Und zu diesem Thema kam auch eine neue Kampagne raus mit drei größeren Einzelabenteuern. Das ist eigentlich dann die Kampagne, die man spielen kann. Aber es ist natürlich auch die Frage, Kaufabenteuer verkaufen sich einfach nicht so gut wie Grundregelwerke. Das hat man in jedem Rollenspielsystem so. Das heißt, wir verkaufen dann natürlich sehr viel mehr Bücher Hexenjagd, Hexenzorn an dieser Stelle, als eben diese Spielkampagne. Und wenn wir zu der Spielkampagne einen eigenen Spielleiterschirm rausbringen würden, der würde dann eventuell nicht mehr einfach das breite Interesse finden, was er finden muss, damit sich die Produktion lohnt. Ja, ich verstehe. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir bei neueren Sachen dann auch mal einen neuen Spielleiterschirm rausbringen. Kann ich aber jetzt nicht sagen. Es ist aktuell noch nichts geplant. Das liegt aber auch daran, weil für die Phase 3 noch nichts Konkretes geplant ist. Wir haben zwar schon auch da viele neue Bücher im Petto und Produkte und auch eine weitere Kampagne.
Aber so dieses ganze Zusatzmaterial, das klären wir immer erst später. Mhm. Gut, dann schauen wir mal. Ja. Zurück zu D&D. Kleine genau. Ja, es sind, ich habe auch generell, dadurch, dass D&D hat ja mit den Karten jetzt gemacht, das ist ja auch nach DSA übergeschwappt und auch in Hexen hast du ja auch die Karten. Ich wage zu behaupten, dass es andersrum war, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn jemand mit Karten angefangen hat und das wirklich sukzessive und sehr mit sehr viel Elan rausgebracht hat, war das Ulysses. Sicher gab es auch schon mal vorher ein anderes Spielsystem mit Karten, aber ich glaube, es gibt keine Firma, die so auf Karten setzt. Es gibt aber auch eine wirklich starke Fanbase für Karten. Ich meine, Spielkarten. Spielkarten, ja. Also wo jetzt also, Fertigkeiten zum Beispiel draufstehen oder Zaubersprüche. Ja, oder so. Genau. Genau, davon rede ich auch. Ah, okay. Ja, also das ist, also für DSA kommt ja für jedes neue neue Regionalbeschreibung oder neue Sache kommt dann ja Karten raus. Für Hexen natürlich auch. Aber auch für Torque beispielsweise. Und ich glaube auch Savage Worlds ebenfalls. Also gut, man braucht sie nicht. Muss man einfach so sagen. Aber sie sind so unglaublich hilfreich. Also gerade bei D&D habe ich letztens in der Firma gespielt. Mhm. Ich durfte mal einen Hexenmeister spielen. Und hatte von Anfang an, ich glaube, 8, 9 verschiedene Zaubersprüche, weil wir irgendwie auf Stufe 5 oder 6 angefangen haben, frag mich nicht. Und wenn ich das alles im Buch hätte nachlesen müssen, so auf dem Stegreif von jetzt auf gleich, das wäre, glaube ich, sehr schwer gewesen. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich natürlich hinter mir im Regal die Kartensets stehen habe. Mhm. Hab mir dann nämlich bei den Karten natürlich auch rausgeholt. Ja. Und das hat es natürlich enorm erleichtert. Mhm. Das denke ich mir. Also ich finde die Kartensets auch immer schön. Da habe ich auch immer mir für jeden Charakter dann die zusammengestellt. Ja, ganz genau. Okay. Möchtest du noch etwas zu D&D sagen? wenn du keine Fragen mehr hast. Es gibt so viele Dinge, die man erzählen könnte. Aber ja, dann erzähl doch mal. Ja, du musst schon so ein bisschen die Richtung vorgeben. Die du willst. Was willst du unbedingt davon? Ein bisschen doch offen. Also was ich unbedingt erzählen will, also D&D kommt in Deutschland wunderbar an. Das war etwas, was wir tatsächlich am Anfang nicht wussten, weil D&D ist ja 2014, also die 5. Edition, rausgekommen und wurde ja so ein bisschen boykottiert, dass es nicht übersetzt wird. Also Wizards of the Coast wollte das aus irgendwelchen Gründen nicht. Kein Mensch weiß warum. Und dann erst 2016 konnte man dann plötzlich doch die Produkte übersetzen. Mhm. Und wir wussten natürlich nicht, wo es hingeht, weil wir dachten, der Markt ist eigentlich schon gesättigt. Wir dachten, jeder, der D&D spielt, der hat das englische Original und wir versuchen es mal und bringen einfach das Deutsche raus. Wir gucken mal, wie sich das verkauft. Denn man muss sagen, bei so einem Produkt, was ja auch höchst lizenziert ist, also wir zahlen da enorm hohe Lizenzgebühren, sodass es sich für uns wirtschaftlich nur dann lohnen würde, wenn wir wirklich enorm hohe Auflagen rausbringen. Alles andere wäre für uns, also D&D bei den Kosten in einer kleinen Stückzahl rausbringen, wäre nicht möglich gewesen. Mhm. So, und wir sind jetzt 2 Jahre später. Wir haben momentan vom Players Handbook die 6. Auflage in Druck gegeben. Und wenn die dann rauskommt, haben wir über 13.000 Exemplare verkauft. Allein nur vom Players Handbook. Und das ist etwas, was dann auch schon wirklich sehr beachtlich ist. Ja. Also mehr ist eigentlich hierzulande nur das schwarze Auge. Das erzielt noch höhere Kaufsränge. Es hat auch schon Pathfinder abgehängt. Pathfinder hat zwar insgesamt durchaus mehr verkauft. Wir haben da, glaube ich, die 9. Auflage im Deutschen für das Grundregelwerk.
Aber wir haben dafür auch 7 Jahre gebraucht. Und das haben wir jetzt bei D&D schon innerhalb von 2 Jahren geschafft. Mhm. Also das läuft super. Es war ein sehr holpriger Start. Leider auch, weil Gelfos 9 noch nicht so die Erfahrung hatte, wie man dann umgeht und dass es eben nicht reicht, dass der Lizenznehmer nur eine Übersetzung anfertigt, dass er auch ein Lektorat machen muss. Das hatten die so gar nicht auf dem Schirm. Ne, das wussten die nicht. Die dachten, ja, du übersetzt das, dann wird das gesetzt und dann wird es gedruckt. Nein. Weil das Lektorat ja eigentlich nochmal fast genauso lange dauert wie die Übersetzung. Ja. Und dass, wenn man es layoutet hat, dann auch nochmal schaut, das nennen wir bei uns das Fahnenkorrektorat. Hm. Das wollten sie nicht so ganz einsehen, dass es einfach sehr viel länger gedauert hatte. Mittlerweile verstehen sie es dann doch, weil sie arbeiten ja mit sehr, sehr vielen verschiedenen Verlagen in, ich glaube, mittlerweile über 10 verschiedenen Ländern zusammen. Mhm. Und sie haben halt auch gemerkt, naja, wir müssen ihnen schon ein bisschen mehr Zeit geben, es klappt halt einfach nicht. Ja. Beziehungsweise einfach frühzeitig die Daten zur Verfügung stellen, das ist auch immer schon mal sehr praktisch. Aber das hat sich auch mittlerweile eingespielt. Also das läuft mittlerweile sehr gut. Wo es halt hakt, ist immer noch die Stelle mit Wizards of the Coast. Mhm. Dass die Abnahme kann, wie zum Beispiel beim Fluch des Strahd, da haben wir mit 2 Monaten gerechnet, dann kam die Abnahme schon nach 2 Wochen. Das war sehr überraschend, deswegen war das Buch auch viel früher fertig, als wir es eigentlich in Handel geben wollten. Ja. Aber dann hatten wir Drachenraub, das hatte 7 Wochen gebraucht. Also das eine 2, das andere 7. Wir wissen vorher nie genau, wie lange es braucht. Mhm. Und das ist ein bisschen frustrierend, weil wir dann schon längst die nächsten Bücher und nächsten Projekte in Auftrag gegeben haben. Und da mal fragen, ja, ist denn das, was ich vor 2 Monaten abgeliefert habe, ist das eigentlich mittlerweile mal fertig? Mhm. Ja, da muss man halt warten. Aber es ist eine riesige Firma und da kommen ja mittlerweile aus allen Herren Ländern kommen dann die ganzen Bücher zur Abnahme. Also ich kann schon verstehen, dass sie da ein bisschen überlastet sind. Ja. Ja, ansonsten läuft es super. Verkaufszahlen sind sehr gut. Wir kriegen auch mittlerweile Lob, also nicht nur Kritik. Das ist ja auch etwas, so Kritik bei D&D ist ja immer so eine heikle Sache, sage ich jetzt mal. Da kommen halt schon mal ein paar seltsame Sachen immer. Aber wir werden auch gelobt. Wir haben, ich habe heute erst eine E-Mail bekommen, wo sich jemand bedankt hat, dass jetzt auch in ihrer Gruppe 60% der Spieler auch mal die Regeln lesen könnten, weil sie einfach nicht wirklich gut Englisch können. Das muss man halt einfach so sehen. Es gibt jetzt nicht nur Leute, die perfekt Englisch lesen können. Und da freut man sich auch so ein bisschen. Also da muss man schon sagen, okay, es hat sich doch gelohnt, dass wir ein bisschen dran am Ball geblieben sind. Mhm. Und ja, wenn man mittlerweile auf Cons geht, also vor 2 Jahren war D&D 5 so gut wie nirgendwo vertreten. Da wurde oft noch D&D 4.1 gespielt, oder 4, glaube ich, gespielt. Und mittlerweile gehst du auf die nächste Convention und siehst in jeder Ecke, wie Leute D&D 5 spielen. Und das freut einen schon. Ja, das denke ich mir. Ja, das ist schön. Schöner wäre es ja, wenn sie Hexen spielen würden. Das würde mich noch mehr freuen. Mhm. Ja, sind wir ja schön vom Thema abgekommen. Ja. Aber du hast mich ja auch reden lassen. Ne? Ja, ist ja okay, alles gut. gut, ich glaube, wir haben jetzt, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, die mir kurz danach wieder entfallen ist. Eigentlich schade, aber irgendwas ist ja immer. Ja, das ist immer, ganz genau. Möchtest du noch eine Anekdote erzählen? Eine Anekdote? Tatsächlich fällt mir bei D&D gar nicht so viel auf. Nee, muss ich passen, ehrlich gesagt. Ist einfach toll, ich sehe es schon. Es läuft einfach zu rund vielleicht gerade. Es gibt Anekdoten, die ich nicht erzählen kann. Also da muss ich auch so ein paar Internas, glaube ich, dann doch nicht ausplaudern.
Ja. Aber insgesamt nicht. Es gibt ja doch eine Kleinigkeit vielleicht. Also es gibt ja immer, wir werden ja oft kritisiert, dass die deutsche Übersetzung so schlecht sei. Ja, und dass das falsch ist und das wurde falsch übersetzt, etc. pp. Mhm. Was wir aber komischerweise nie hören, ist, dass das Original einfach schon schlecht ist. Das ist immer so eine Sache, wo ich denke, wenn du wüsstest, wie viele Fehler wir aus dem Original rausgeholt haben, das sind die drei Fehler, die du da in der deutschen Übersetzung gefunden hast, in der Pillepalle dagegen. Das ist wirklich immer so eine Sache, ja, die Deutschen sind schlecht, aber Original ist perfekt, da ist kein Fehler dran. Ja, denkst du. Wir haben zum Beispiel letztens den schreibenden Oktopus entdeckt. Also es gab einen Oktopus, der hatte sogenannte Writhing Tentacles. Also Writhing Tentacles, das sind Tentakel, die sich so wild bewegen. Mhm. Ja? Nur hatten sie bei Writhing das H vergessen. Also hatte der Oktopus Writing Tentacles. Und da musste ich dann doch ein bisschen schmunzeln, sagen, alles klar. Ja, perfektes Original. Ja. Ja. Nein, wir bekommen schon öfters auch, also jetzt auch gerade bei Geister von Salzmarsch, da hatten wir kurz bevor wir das abgegeben haben, haben wir von Wurzels auch noch eine ganze Liste von Errata bekommen. Also die selbst haben noch einiges entdeckt, was da falsch gelaufen ist. Die haben wir noch bei uns noch einarbeiten können. Im Original sind sie eben nicht drin. Mhm. Unsere Autoren haben auch, also unsere Sätze haben auch noch einige Fehler entdeckt, auch teilweise inhaltlicher Art. Die haben wir denen auch mitgeteilt und dann wurden die auch dann teilweise bereinigt dann von denen. Also die werden dann auch irgendwo in einem Errata drin sein. Aber es ist schon so, dass man doch noch einiges rausholen kann. Mhm. Ja. Jo, super. Dann danke ich dir für deine Zeit, für die Einblicke. Mhm. An alle da draußen, danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.